Ja, ich komme dann jetzt auf die einzelnen Techniken zu sprechen. Zunächst einmal die bekannteste, das ist das sogenannte Nudging. Also ich habe hier mal die Definition aus dem Buch von Thaler Sunstein von 2011. Also so alt ist es ja noch gar nicht, diese Technik. Ich meine, sie ist schon älter, das werde ich Ihnen nachher zeigen. Sie definieren das so: Nudging, alle Maßnahmen, mit denen Entscheidungsarchitekten das Verhalten von Menschen in vorhersagbarer Weise verändern können, ohne irgendwelche Optionen auszuschließen oder wirtschaftliche Anreize stark zu verändern. Ein Nudge muss zugleich leicht und ohne großen Aufwand zu umgehen sein. Er ist nur ein Anstoß, keine Anordnung. Das Obst in der Kantine auf Augenhöhe zählt als Nudge, Junkfood aus dem Angebot zu nehmen, hingegen nicht. Also Nudging ist so ein Mittelding zwischen Anreiz und Zwang. Es ist kein Zwang, es ist eher ein Anstupser. Also Nudge heißt im Amerikanischen so mit dem Ellbogen jemanden in die Rippen stoßen, so einen kleinen Schubs geben, dass er in die Spur kommt. Und Beispiele, Voreinstellungen am Handy, am Fernseher, im Englischen Defaults, ist natürlich sehr hilfreich. Beim Handy kann uns da auch manche andere App untergejubelt werden. Auf Teams gibt es die Reminder, wann ein Meeting beginnt, wann es aufhören wird. Auch das kann sehr hilfreich sein für Meetings, weil Sie sehen schon, damit Schwächen auch, die wir besitzen, Vergesslichkeit und so weiter, kompensiert werden. Der Papierverbrauch kann gesenkt werden, indem bei Ausdrucken auf doppelseitigem Ausdruck voreingestellt ist. Oder Sie wollen ein Passwort eingeben und das werden Sie selber schon bemerkt haben, es wird immer schwieriger, man muss immer längere Sachen sich ausdenken und auch da Zurückweisung hackbarer Passwörter, eine Möglichkeit oder Piktogramme, Markierungen, Leitsysteme. Während der Corona-Pandemie war das ja überall in den Geschäften zu sehen, mit Sicherheitsabstand einhalten. Ja, wird das Kriterium der Freiheit bzw. freien Handlungswahl tatsächlich immer eingehalten? Das ist hier die spannende Frage. Oder etwas pointierter formuliert, ist ein Nudge noch ein Nudge, wenn der Genudschte merkt, dass er genudscht wird? Ein Beispiel, eigentlich das bekannteste Beispiel in dem Zusammenhang, ist die Organentnahme im Falle eines klinischen Todes. In Deutschland gibt es hierzu die sogenannte Zustimmungslösung, in Österreich die Widerspruchslösung. Bei der Zustimmungslösung ist es so, dass die Menschen einen Organspendepass bei sich tragen müssen oder im Internet irgendwo zugestimmt haben müssen, damit dies im Falle eines Unfalles von ihnen, wo sie sterben oder klinisch tot sind, wo sie also zugestimmt haben, dass Organe entnommen werden können. In Österreich muss man aktiv widersprochen haben. Hier gibt es ein zentrales Register. Dort muss man widersprechen, dass man das nicht wünscht. Wenn man das nicht tut, wird davon ausgegangen automatisch, dass man es tun darf. Die Frage ist jetzt, weiß die österreichische Bevölkerung tatsächlich so viel davon? Sind alle umfassend darüber informiert worden oder nicht? Also ist hier wirklich das Kriterium der freien Handlungswahl gegeben? Ein zweiter Kritikpunkt, also ich habe in meinem Beitrag eher eine kritische Perspektive eingenommen, weil die Techniken sowieso eingesetzt werden. Da ist es meiner Meinung nach eher wichtig, dass man hier auch mal einen kritischen Blick drauf wirft. Soll man durch äußere Lenkung oder durch Selbsteinsicht zum guten Handeln gelangen? Ja, also ich bin der Überzeugung, man sieht es auch bei kleinen Kindern, im Grunde, man kann versuchen, Einfluss auszuüben, aber es ist sehr schwierig. Jeder Mensch ist ein Unikat, hat einen eigenen Willen. Und ich glaube, am Ende muss der Groschen bei einem selber fallen, muss die Selbsteinsicht in einem selber wachsen, damit man sich entsprechend verhält.